Hi and a warm welcome to Kite Builders, the YouTube channel from Kite Flyers for Kite Flyers. Today I would like to invite you to Fanø, well known as Kite Flyers Paradise. Every year in June, kite flyers from around the world come to Fanø to celebrate the International Kite Flyers Meeting. During this event, the Fanø Classic takes place since 1999. Born as an event for historic kites and split up into 3 days for a symposium, a workshop and a common flying on the beach, the classics have been remodeled this year. Characteristics for the Fanø Classics Reloaded is an opening for new topics. Away from the hardcore kite historic, the classics open up for kite youngsters, such as inflatable kites. Remember, Peter Lind's octopus is nearly 30 years old. I think we can call that kite historic too. The main person at this year's Fanø Classics has been Andreas Fuischbacher, well known as designer for Peter Lind kites. Following the tradition, the first day of the Fanø Classics is reserved for the symposium. Andreas told us how to create an inflatable kite using the example of his puffin kite. What a great lecture and a big thank you to Andreas for his effort. By the way, the amount of participants increased drastically, so I will call the new concept of the Fanø Classics as a success. Second day, workshop day. The participants build under guidance of Andreas a PLK mini manta. Thank you to Sim and Kresnel for let us using his kite for this workshop. The last day of the Fanø Classics is reserved for the common flying at the beach. Unfortunately, the wind was too hard for the big inflatables, but we got the small mini mantas from the workshop airborne, and this was a really nice view. So, enjoy the video of the Fanø Classics 2014. Oh, by the way, you will find a 35 minutes long video of the International Kite Flyers Meeting Fanø on my private Vimeo page. The URL will be published in the end of this video. Aus dem Ganzen kann man dann das Modell sehr gut rausschnitzen und ein paar Konturen aufzeichnen. Das ist jetzt in dem Falle, das ist der Papageientaucher, beziehungsweise der Körper vom Papageientaucher, hier auch schon gemacht. Einfach nur, wie gesagt, mit Schleifpapier das Ganze bearbeitet und dann einfach nur so diese ganze Grafik, diese ganzen Konturen mit Filzstift nachgemalt. Mehr ist es da gar nicht. Auf der Basis kann man ganz einfach dann mit Papier so diese ganzen Konturen nachgestalten. Das heißt, das klebt man mit Tesa oder was auch immer, was auch geht auch, wenn ein Lösemittel frei ist, kann man das Ganze aufkleben auf das ganze Modell. Sowas kann man ganz schnell machen. Und da kann man sich auch, wenn es jetzt zum Beispiel um Vogel geht, ist es natürlich dann ganz wichtig, dass man sich im Voraus Gedanken macht, wie soll das Ganze fliegen? Welche Position wird das realistischerweise fliegen? Sowas sollte man sich vielleicht vorher überlegen, wie das Ganze gestaltet ist. Und man sieht es jetzt auch an dem Modell, irgendwann ist die Kopfneigung auch nochmal verändert worden, weil so wie der Kopf, der war vorher relativ gerade, so wird er nicht fliegen, weil wenn man die Flügel hier, die hier an dem Ansatz dran sind, wenn man die so gestaltet, dass das ganze Ding auch bei leichten Wind fliegt, das heißt, man macht Flügel, die relativ viel Auftrieb entwickeln, dann wird der Drachen nicht irgendwo so sitzen, sondern der wird eher so sitzen. Und wenn der so sitzt und der Flügel bzw. der Kopf relativ weit hinten ist, also aufrecht steht, dann haben wir Probleme mit Lufteinlass und dergleichen. Das heißt, sowas kann man ganz super an einem Modell sehen. Man stellt sich das mal so ein bisschen hin, stellt sich das Ganze vor und dann kann man halt immer wieder mal schneiden, rumkleben und an dem Modell basteln. Das geht deutlich schneller wie an einem Prototypen.